Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute möchte ich euch meinen selbstgebastelten Spiritusbrenner vorstellen. Ich habe mich mal dazu entschlossen, so einen Spirituskocher oder Brenner eher gesagt, zu bauen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, wie ich den gebaut habe, weil da gibt es ja unendlich viele Videos eh schon von. Guckt euch mal welche an und baut den sozusagen nach. Ich habe auch erstmal 2, 3 gebaut und der hier, den finde ich jetzt am besten, so wie ich ihn jetzt gewählt habe. Die sind sozusagen auch aus 2 Dosenböden gemacht, mit hier innen drin so einer Verstrebungswand. Und man kann sozusagen hier oben drauf den Topf sozusagen setzen und aus diesen Chatlöchern kommen dann die Flammen raus. Das werden wir jetzt heute mal probieren, wie das ist, wie man da richtig, ja, was kocht da damit. So, da füllen wir erstmal Spiritus ein. Und man sieht auch unten, der saugt sich sozusagen durch diese Zwischenwand, saugt er sich weg. Und dann müssen wir nur noch anzünden. So, der Spiritus, der verbrennt ja jetzt natürlich ohne eine sichtbare Flamme. Und es braucht jetzt auch so ein bisschen, bis das erst so richtig losgeht. Man merkt schon, es ist heiß, aber man sieht halt nichts. Also ein bisschen was, denke ich mal, sieht man. Außen diese Chatlöcher, die haben auch schon leicht gestartet. Und da setzen wir mal den Topf drauf und füllen was ein. Es hat jetzt leider nicht funktioniert mit dem Kocher oder mit dem Brenner. Da war jetzt der Wind zu stark. Der hat dauernd außen die Chatflammen sozusagen ausgeblasen. Jetzt habe ich den sozusagen hier innen reingestellt. Man sieht ihn noch so da unten ein bisschen drin. Und da ist er jetzt richtig schön windgeschützt. Und da geht er natürlich ganz gut ab. Ja, werde mir noch so einen Windschutz oder sowas machen. Und dann denke ich mal, wird er auch so ganz gut brennen. Hier sieht man vom Brenner nochmal ganz gut außen die Chatlöcher, wo nochmal der heiße Dampf sozusagen rauskommt und sich dann entzündet vom Spiritus. Ich finde es natürlich mit Holz, sage ich mal, schon besser, weil Holz hat man, sage ich mal, überall. Und den Dosenkocher, wo ich ihn jetzt auch eingestellt habe, ja, der wiegt nicht so viel. Den kann man also immer leicht mit hinnehmen. Nur ist natürlich auch ein bisschen Rauch ist immer da. Und mit dem Spiritus ist man dann doch ein bisschen unsichtbarer generell. Ja, mal gucken.